Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Pikmin 2. Wir sind in einem Dungeon auf Level 6 schon, also ziemlich weit eigentlich. Reicht der Punktgeber, da kriegen wir nochmal rote Pikmin. Wir gehen jetzt einfach mal so rum. Oh ne, da ist wieder so ein Riesenvieh. Ich hasse diese Viecher. Die machen uns immer so viel Schaden. Dann gehen wir lieber zu denen hier. Hallo? Die war doch schon tot! Die war doch schon tot, oder? Habe ich das gerade falsch gedeutet? Ich dachte, die wäre schon tot. Deshalb hatte ich eigentlich gar nicht mehr so viel Stress mir gemacht. Okay, wir gehen mal wieder weiter. Hier. Das sieht fast nach einem Bossraum aus. Nee, wir waren ja... Tötet das Vieh doch mal. Danke. Kann nicht so schwer sein. Da jetzt weiter. Hier können wir nochmal violette Pikmin kriegen. Aber wir suchen natürlich noch den Schatz, ist ja klar. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter voran sonst. Ich glaube, violette Pikmin möchte ich jetzt gar nicht unbedingt so viel mehr haben. Ich glaube, wir sind hier eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Wobei, wir haben noch blaue Pikmin aus irgendeinem Grund. Das wollte ich eigentlich auch nicht mehr haben. Naja. Wir lassen es aber jetzt erstmal so. Können wir einen Schritt weitergehen? Ja. So schlau sind sie tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. So, dann kommt einer mit. So, was haben wir denn hier so? Oh Gott. Es gibt mehrere von diesen Viechern hier. Okay, dann müssen wir näher dran sein. Höchst beeindruckend. Diese wilde Bestie ist urplötzlich zu Stein erstarrt. Das Ultra-Bitter-Spray scheint Nebenwirkung zu haben, die Bestie erstarren zu lassen. Das ist natürlich sehr praktisch für uns. Stopp! Hört auf damit! Okay, dann wissen wir, wie wir die jetzt ab jetzt besiegen wollen eigentlich. Achso, wir sind natürlich noch schneller gerade. Das hat sich dann gleich erledigt wahrscheinlich. Aber ist egal. Wichtiger ist offensichtlich dieses Bitterspray. Das ist ja dann saustark. Nehmen wir an, bei richtigen Bossen wird das nicht gehen. Wir werden uns den Schädel auch noch angucken, keine Angst. Stopp, 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 stopp. Was rennt ihr denn da so dumm rein? Oh. Die Explosion von dem einen hat den anderen mitgetötet. Okay, irgendwie wollte... Achso. Das Ding lebt immer noch. Nicht dieses Ding immer anfassen. Was macht ihr denn hier? Ihr sollt dieses Viech töten. Danke. Oh.
Okay. Ewiges Smaragdauge. Also wie gesagt, ich hoffe stark, dass wir keinen Endboss haben. Wir haben schon wieder einige verloren, aber das mit diesem Einfrieren ist definitiv gut. Oder erstarren lassen. Die sind jetzt hier einfach auch diesen ganzen Weg entlang gelaufen, ohne dass ich davor das abgecheckt habe, ne? Oh Gott, was da hätte alles passieren können, aber das lag irgendwie daran, dass so viel Chaos war, weil da so viel rumlag einfach, dass sie nicht mehr angegriffen haben, als ich wollte, dass sie angreifen. So, einmal bitte mithelfen, damit es ein bisschen schneller geht. So, und dann gehen wir jetzt gleich zum Level aus. Wobei, hier ist noch ein Schatz. Ach ja, der Schädel, habe ich ganz vergessen gerade. Das wird ja wohl ein Schatz sein. Oh, weg, 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 weg. Einer war so dumm und ist nicht weggegangen, obwohl ich ihm das gesagt habe. So, sehr gut. Dieser Schädel wird hoffentlich eine Menge wert sein. Ich könnte noch überlegen, ob wir ein paar mehr Pikmin uns nehmen, die violett sind oder so. Nee. Ich glaube, wir sind ganz zufrieden eigentlich mit den Pikmin, die wir haben. Nur, dass es ein bisschen wenig sind. Aber gut, das können wir hier in der Höhle leider nicht mehr ändern. So, was haben wir denn hier? 140, naja. Kolossales Fossil. Aber wir haben fast schon die Hälfte zusammen. Also ich nehme fast an, dass da nochmal eine Nachzahlung erforderlich ist. Weil sonst sind wir schon ziemlich weit in dem Spiel. Und das Gefühl... Ja, wobei, wir haben schon alle drei Dingens, ne? Aber wir sind hier... Wie viele Folgen sind wir überhaupt? Ja, passt schon, ne? Wir dürften irgendwie so bei 12 oder so sein. Das könnte schon sein, weil beim letzten Mal gab es ja auch nur 30 Tage. Gut, wir lassen uns hier ein bisschen mehr Zeit, aber... So, letztes Level jetzt aber mal. Dankeschön. Oder letzter Level natürlich. So, das sieht doch sehr nach Boss aus, oder? So, hier ist ja nix, ne? Nee. Sogar so ein unsichtbarer Käfer. Ja, dann braucht er mich gar nicht hier so. Nein, falsche Taste gedrückt. Ich hab ein bisschen viel gebirrt. Schon direkt zu Beginn, ne? Okay, wenn wir den einfrieren, bringt das leider gar nichts. Okay, gegen. Wenn wir jetzt noch genug haben, um das abzutransportieren. Was ich sehr hoffe. Mein Bericht gibt an, dass dieser riesige Käfer ein Objekt ausgespuckt hat. Zwar sieht es faszinierend aus, doch es ist von den Körpersäften der Kreatur durchtränkt. Wie abscheulich. Oh, machen Sie nicht so ein Gesicht. Ich lagere es schon für Sie. So, wir kriegen sogar beide noch gleichzeitig wegtransportiert. Ja, easy. 36 Pikmin hatten wir noch.
Gut, davon, dass wir die wegtransportieren können, liegt hauptsächlich an den lila Pigment. 15 gibt uns der nur. Aber gut, wir haben ja den Schatz gekriegt. Geprägte Courage. Dieses Material verfügt über verblüffende Eigenschaften. Ich werde versuchen, es mit diesem Ersatzraumanzug zu fusionieren. Verarbeitung abgeschlossen. Erfolg. Bewundern Sie meine neueste Erfindung, den Flammenschutz. Dank der hitzebeständigen Legierung ist dieser Anzug nun durch Feuer impenetrabel. Ah ja, impenetrabel. Auch ein Wort, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber Bedeutung relativ offensichtlich. Okay, so, jetzt müssen wir noch ruhig hier so ein Ding durchbrechen, oder was? Liegt das nicht das Wasser hinter? Ist hier so ein bisschen, um uns vom Entkommen zu abzuhalten, ne? Frech. Da ist bestimmt noch ein Schatz und ich habe zu wenig blaue Pigment. Weil mir dieses Logo gesagt hat, ich brauche keine blauen Pigment. Und jetzt kriegen wir diesen Schatz nicht, so eine Scheiße. Okay, wir müssen das mal einmal analysieren. Was haben wir denn hier? Wir haben Wasser. Da hinten ist Feuer. Wir haben auf jeden Fall nicht genug Wasserpigment, um die da wegzuziehen. Aber hier ist schon mal eine Feuer... Nein, 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 nein. Nicht da reinfallen, bitte. Wir haben nicht mehr so viele Pigment. Okay. So, irgendwie kommen wir da bestimmt noch dran. So. Nee, ich würde sagen, wir werfen euch jetzt alle hier hoch. Und müssen jetzt versuchen, hier durchzumarschieren. Allerdings haben wir eigentlich einen hitzebeständigen Feuerschutzanzug, oder? Gott, jetzt geht das los. Ich muss hier gerade hochrennen. Wie soll ich das denn schaffen? Kann ich die Kamera bitte vernünftig so drehen? Naja, gut. Ich muss da irgendwie gerade hochrennen. Am besten kriegen wir Ulima da auch noch mit hoch. Aber gut, wir könnten zur Not zum anderen Helden wechseln. Nein! Dürfen wir da jetzt durchrennen eigentlich? Ich glaube ja. Ist das ja gar nicht so wild, dann können wir jetzt... Alter! Wer bin ich überhaupt von beiden? Oder der Blaue bin ich, okay. Nicht darunter fallen, ihr verdammten Idioten! Oh Mann, ey. Lass das doch mal. So, jetzt darf ich den Weg nochmal da hochlaufen. Auch schön. Aber man weiß, dass man sich nicht davon abschrecken lassen Rauch. Natürlich sind die direkt nach da gegangen. Ich hoffe, die fallen da nicht alle einfach dumm runter.
Aber ich fürchte, wir haben keine... Meint ihr, die sind so schlau und bringen die den Weg runter? Ja, machen sie sogar. Oder? Ja. Oh, ein Glück. Hallo. Nie ins Wasser rennen. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den Schatz noch kriegen. Ich dachte, wir müssen hier irgendwie durchs Wasser, aber war nur ein Rätsel, glücklicherweise. Noch ein paar mehr, die ziehen lassen? Nee, leider nicht. Gut, ist aber egal, wir wollen ja nur diesen Schatz noch geborgen haben und dann hoffe ich, dass wir alle Schätze haben. Wir haben übrigens alle unsere Dingens weggespammt, leider, weil ich da ein bisschen, wollte zwischendurch auch mal eine 2 drücken, habe dann immer nur die 1 gedrückt. Ist nicht so einfach, manchmal, mit dieser Wii-Fernbedienung. Aber gut, die können wir wieder nachholen. Ich glaube, das sollten wir auch machen. Also wir haben ja noch einen Dungeon offen in dieser Region, wo wir sind, im Wald des Erwachens, glaube ich. Ja, kein Schatz mehr da, finde ich gut. Haben wir noch einen Dungeon offen mit einem Bossmonster, wurde uns so durch die Blume verraten, weil wir Dröhnen hören und so. Das hört sich doch stark danach an. Ich glaube, bis wir das machen, machen wir erstmal nochmal was in der Oberwelt. Wobei. Könnt ihr es auch schon probieren, ne? So, auf jeden Fall sind diese Dungeon-Expeditionen sehr erfolgreich. Höhle erforscht. So, bitte 10 von 10 Schätzen. Yes! Sonst hätten wir da ja nochmal reingemusst. Wir wollen ja alle Schätze haben. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen werde. So, wir haben noch ein bisschen Resttag übrig, ne? 50% der Schulden sind beglichen. Wir haben noch ganz schön viel Resttag übrig. Was können wir denn machen an dem restlichen Tag hier noch? Wir können wieder hier diese Blumen farmen, weil da haben wir ein bisschen was von ausgegeben. Könnten wir uns übrigens auch mal neue Pikmin wiederholen. Aufstocken auf 100. Aber wie gesagt, wir haben noch einen Dungeon, den wir hier machen können. Ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt schon machen will. Eigentlich, warum nicht? Ne? Das werde ich mir beim nächsten Mal überlegen. Ich werde nach dieser Folge auf jeden Fall eine Aufnahmepause machen. Eigentlich wollte ich die schon vor dem Dungeon machen. Es ist jetzt 2:30 Uhr nachts. So langsam ist dann auch mal Zeit, das Aufnehmen zu beenden. Ja, das hilft nichts. Da ist nichts dran. Da braucht ihr nicht hochspringen. Das kommt noch. So, irgendwas kriegen wir doch bestimmt hier noch. Also wir fahren jetzt einfach irgendwie random. Noch gegen irgendwelche Käfer oder so, die wir finden. Hier sind überhaupt keine Käfer. Tja. Ich weiß gar nicht, ist da hinten noch was, wo diese Zwiebel war? Ich renne mal einmal alleine hoch ohne Pikmin. Also nochmal Kaulköpfchen. Hier haben wir Angst vor mir. Das hier sieht aber auch komisch aus, oder? Hier war aber schon mal ein Schatz. Mein Schatzradar schlägt allerdings aus. Irgendwo ist hier definitiv noch ein Schatz. Aber wo denn? Hier wird's mehr. Gucken wir auf jeden Fall nochmal nach diesem Schatz, der hier irgendwo sein müsste. Ich
Oh Gott, ich bin zu Tode erschrocken gerade. Dabei kann man die eigentlich ganz gut sehen. Habe ich aber in diesem Fall nicht. Wo schlägt das denn hier aus? Hallo! Die wollten manchmal nicht wieder. Das ist blöd, wenn die nicht wollen. Oder heißt das nur generell, also es schlägt ja nicht viel aus. Ist ja noch irgendwo was unterirdisch. Hier ist was. Jetzt wird es wieder weniger. Dahinter ist was. Haben wir weiße Pikmin dabei? Hier ist irgendwo was eingegraben wahrscheinlich. Oder hat dieser Käfer das vielleicht? Ich muss mal eben wieder schnell alle zu mir. Damit, weil die Sonne gleich untergeht. Irgendwo fehlt einer. Da. Gut, aber, also wir werden es nicht mehr schaffen, den zu bergen vermutlich, aber... Ich würde schon ganz gerne wissen... Wir machen mal Folgendes. Das Risiko ist mir hier gerade zu hoch, dass wir zu viel verlieren. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt zeitlich noch schaffen, wenn ich das alles abgebe. Aber komm, machen wir jetzt einfach mal. Nein. Die weißen mitnehmen. Einen blauen haben wir jetzt glaube ich noch dabei, aber ist okay. Oder hier oben drauf. Nee, eher nicht. Schlimm ist, ich werde mich beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht daran erinnern, dass das hier war. Aber wir werden beim nächsten Mal eh in ein anderes Gebiet fliegen. Hier drauf. Okay, merken wir uns das nächste Mal, hier drauf müssen wir weiße Pikmin werfen. Wie ich mir das merken soll, weiß ich nicht so genau. Aber macht ja nichts. Aber das war doch sehr erfolgreich. Wir haben die Höhle abgeschlossen, wir haben über 50% der Schulden beglichen. So ist das doch dufte. Jetzt hören wir noch einmal, was unser Vorgesetzter sagt. Wahrscheinlich eine positive Nachricht zur Hälfte der Schulden, oder? Ich finde, das sieht immer so aus, als hätte Lou einen Schnuller im Mund, wenn das dann losgeht. Naja. So. Tagesbericht. Ja, da ist ordentlich was zusammengekommen. 1449 durch diese Höhle. Gut, war jetzt mehr als in dieser Folge, weil wir weil der Tag ja relativ lange war durch die Höhle. Wir haben sogar Pikmin verloren, aber gut, lag halt an dieser Höhle, ne? Olimar, Sie sind mein Held, die halben Schulden sind getilgt. Trotzdem muss ich untertauchen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit und keine Faulenzereien. Okay. Hatte ich nicht vor. Also wir könnten beim nächsten Mal einerseits in diese Höhle noch gehen. In Schnappers Nest, oh Gott. Und über der Erde können wir noch diesen Schatz aus dem Blumentopf holen. Gut, ob wir das machen oder beim nächsten Mal, ich glaube wir fliegen beim nächsten Mal. Vielleicht, wir können auch mal zurückfliegen hier, weil ich glaube hier können wir auch nochmal was erreichen. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, an dieser Stelle war es erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts hier das Gefallen klicken. Und ein letztes Aspekt von mir und dann wünsche ich einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.